Neben mir sitzt Gopal Norbert Klein, Heilpraktiker und Traumatherapeut. Und er wird jetzt zu euch sprechen zum Thema, was wir eigentlich suchen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ich muss es kurz korrigieren. Also ich bin kein vollständiger Heilpraktiker, aber Heilpraktiker für Psychotherapie ist eine Vorschrift. Das muss ich so sagen. Genau. Erstmal gucke ich mal rum, um mit dem, die hier sind, so ein bisschen in Kontakt zu kommen, dass ich euch auch sehen kann, dass ihr auch gesehen seid. So wie das jetzt im Rahmen möglich ist. Ich freue mich, dass wir hier im Prinzip einen vollen Kreis haben. Und das Thema habt ihr schon gehört. Es geht darum, was wir eigentlich suchen. Und wenn wir da hinschauen, dann können wir vielleicht sehen, dass was wir suchen, ist eigentlich ein Zustand, dass es uns gut geht oder besser geht. Weil irgendwas Abstraktes zu suchen, das erscheint manchmal so, vielleicht werden die vorher schon Geist oder philosophieren, aber dahinter, wenn man da genau hinschaut, dann geht es doch eigentlich immer nur darum, dass wir uns besser fühlen wollen. Und ich behaupte, das macht jeder lebende Organismus. Und ich glaube, das machen auch jemand, der zum Beispiel, oder ein Masochist macht auch das, der will auch einen besseren Zustand, auch wenn der dafür erstmal einen schlechteren Zustand in Kauf nimmt, aber am Ende kommt irgendwas raus, was sich für ihn gut oder besser anfühlt. So, das heißt, wir wollen einen Zustandswechsel eigentlich. Wir wollen keine Erleuchtung, wir wollen einen Zustandswechsel. Behauptlich. Und jetzt könnten wir mal schauen, was das eigentlich ist, wenn wir sagen, uns geht's gut oder uns geht's besser. Ja? Und da jeder kann jetzt mal schauen, welches Erlebnis für ihn besonders toll ist oder wann es ihm besonders gut geht. Das sind ja alle möglichen verschiedenen Sachen. Bei dem einen ist es Kaminfeuer abends auf dem Sofa, für den anderen ist es Segelfliegen, für den dritten ist es ein Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin. Ja, es ist für jeden was anderes. Oder auch der Konsum von irgendwelchen Substanzen. Jeder hat irgendwelche Strategien, um sich besser zu fühlen. Und wenn wir ehrlich sind, glaube ich, dass wir den ganzen Tag eigentlich nichts anderes machen, als zu versuchen, dass es uns besser geht. Wenn wir da jetzt hingucken, wenn wir so ein Erlebnis haben, dann stellen wir fest, dass das nichts rein Geistiges ist, sondern dass das etwas ist, was eine Basis im Körper hat. Also von Ideen geht es uns nicht gut, sondern dieser Zustand, ja, das ist was im Körper tief drin. Und das Verrückte ist, dass man so heute sagen kann, was das genau ist. Das heißt, wir können sagen, was da im Körper genau der Punkt ist, damit es uns gut geht. Und wir können sogar so weit gehen, oder ich gehe so weit zu behaupten, dass jeder, der es schafft, einen guten Zustand herzustellen, egal wie der das macht, bei dem einen ist das, bei dem anderen das, dass im Körper dasselbe passiert. Es gibt einen Vorgang im Körper, der an der Basis davon liegt. Und wer das erforscht hat, ganz tiefgründig, ist der Steve Porges mit der Polyvagaltheorie. Also wenn ihr irgendwas mitnehmt von diesem Vortrag, Polyvagaltheorie. Ich wiederhole es mal wieder. Polyvagaltheorie von Steve Porges. Das ist eine riesenkomplexe Theorie, kann man jetzt nicht alles hier auseinandernehmen. Aber im Kern hat er herausgefunden, dass unsere Körper sich dann wohlfühlen, wenn sie die Umgebung als sicher einstufen. Und das bedeutet, dass im autonomen Nervensystem ein bestimmter Strang sozusagen aktiv wird, der sogenannte Ventralvagus. Und ich behaupte, dass in jedem guten Zustand oder in jedem Wechsel auf ein besseres Gefühl dieser ventrale Vagus irgendwie involviert ist. Das heißt, wir wissen, welche körperliche Basis oder Ausgangs
Ausgangsvorgang dem Ganzen zugrunde legt. Und der Stephen Porges hat das in der Tiefe erforscht und er hat eben gefunden oder herausgefunden, dass für uns Lebewesen der Faktor, der diesen Zweig im autonomen Nervensystem eben anwirft, ja, dass der entscheidende Faktor Bindung ist. Das heißt, wir haben als Mittel in der Säugetierwelt Beziehung, um diesen Teil in Gang zu setzen, damit es uns gut geht. So, damit können wir jetzt schon alles abschließen, das war ein Ziel, ja, wir müssen uns nur verbinden, das war's, wir brauchen keine Erleuchtung mehr, keine Therapie, keine Medikamente, gut, sind wir fertig. Leider nicht ganz so einfach. Warum? Weil wir in der Wachstumsphase eben diesen Vorgang nicht ganz in unser System etablieren können. Wir machen Bindungstrauma oder wir machen schlechte Bindungserfahrungen, wir haben schräge Beziehungskonstellationen mitbekommen. Und das heißt, das Mittel, was eigentlich von der Biologie den Säugetieren, also uns auch mitgegeben ist, nämlich uns untereinander zu verbinden und dadurch in diesen schönen Zustand zu kommen, ist nicht im System vollständig etabliert. Und dann haben wir ein Problem, weil wir dann mit dieser Not, die das erzeugt im System, nicht wissen, wie wir, was wir damit machen sollen. So, und dann kommen die Kompensationsvorgänge ins Spiel. Das heißt, der eine nimmt Substanzen, der andere arbeitet sich zu Tode. Egal wie, wir versuchen unbedingt diesen neutralen Vagus also in Gang zu setzen, weil das für den Körper ganz wichtig ist. Weil nur wenn der da ist, also wenn wir in der Regulation sind, dann kann der Körper sozusagen regenerieren, dann kann er rein, dann kann er vor allem auch Strukturen ändern. Das geht nicht, wenn der im Wesentlichen aus ist und das System am Kämpfen und am Rangeln ist. Und meine ganze Arbeit, die besteht nur darin, zu helfen und darzulegen, wie wir wieder in Kontakt kommen können. Wir kommen nicht in Kontakt heute, weil unser System, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, andere Menschen, die Umgebung oder vor allem andere Menschen, als gefährlich einstuft. Und diese Einstufung, ich höre gleich auch mit dem Fachgesindel, aber das ist einfach die Basis, diese Einstufung, ob die Umgebung sicher ist oder nicht, die macht das autonome Nervensystem rund um die Uhr, aber ohne unsere Kontrolle. Das heißt, wir können das nicht bewusst machen, das ist ein autonomer Vorgang. Das nennt er Stephen Porges Neurozeption. Und wenn unser System eben aufgrund von Kindheitserfahrungen andere Menschen und vor allem den Kontakt mit anderen Menschen immer noch als lebensbedrohlich oder gefährlich einstuft, dann haben wir eben ein Problem, weil wir können da nicht bewusst reinrufen und es ändern. Wir können nicht unserem System sagen, du, die Menschen sind üblich, da findet kein Übergriff mehr statt, ist doch alles gut. Das System erzählt uns von unten eben was anderes. So, und wenn wir beginnen, dorthin zu gucken, ja, also wenn wir statt zu versuchen, ständig zu kompensieren und zu balancen, wenn wir an den Kern uns angucken, das heißt, wenn wir gucken, was zwischen mir und anderen Menschen läuft nicht, dann sind wir an der Lösung ganz nah dran. Und wie gesagt, meine Arbeit dient nur dazu, diese Verbindung wiederherzustellen. Wenn wir die wiederherstellen können, dann kommt unser System in die Regulation, weil es die Umgebung als sicher einstuft. Und dann geht es uns gut. Und es geht uns nicht nur gut, sondern wenn es in der Tiefe passiert, nicht nur durch jetzt spontanen Kontakt, sondern durch langfristige Beziehungen, dann entsteht so eine tiefe Regulation und ein solches Wohlgefühl, dass es tatsächlich auch dann in den spirituellen Bereich reinragt. Und das kann man daran sehen, zum Beispiel, ich habe früher Einzelsitzungen gemacht, wenn ich eine Traumasitzung gegeben habe, also habe ich das erlebt, dass jemand eine spirituelle Erfahrung gemacht hat in der Traumatherapie. Der hat noch nie meditiert und hat dann gesagt, da ist alles nur Gott. Das heißt, dieser Zustand, den wir durch echten Kontakt und tiefe Beziehungen erreichen, der öffnet das Tor zur Spiritualität. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja mal umgucken, nur wer will, und das bewusst machen, was das autonome Nervensystem die ganze Zeit automatisch macht, und mal bewusst prüfen, ob die Menschen links und rechts von euch gerade eine akute Lebensgefahr für euch darstellen. Klingt absurd, aber das läuft ab und kann.
Ja, und wenn ihr das macht, dann ist mal zu sehen, die Stimmung steigt, es wird gelächelt. Ja. Was da passiert ist, das System bekommt neue Informationen. Ja? Das heißt, es bekommt Informationen von Sicherheit, weil wenn ich richtig hingucke, dann sehe ich nämlich, dieser Mensch neben mir, der hat gerade nichts, der greift mich nicht an oder so. Ne? Und schon ne, beruhigt sich das System und die Stimmung geht hoch. Und das ist alles. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Also, ich habe gesagt, was wir suchen, ist nicht irgendwas Abstraktes, sondern diese Regulation, Stichwort Selbstregulation. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Frage ist ja, wer sucht? Ne? Man könnte ja auch beginnen, den Sucher zu finden. Den Sucher zu suchen. Wer oder was sucht eigentlich? Was ist denn das überhaupt? Also statt blind zu suchen, könnten wir auch den Blick zurücklenken und herausfinden, wo geht denn diese Suche eigentlich los. Und dann kommen wir in ganz neue Bereiche. Und ich will nur ganz kurz das noch anfügen. Im Osten, in den östlichen Traditionen, hat man ja drei Hauptenergiekanäle entdeckt. Ne? Also den Sonnenkanal, den Mondkanal, den Zentralkanal. Die Yoga-Leute wissen das, andere auch. Und der Stephen Porges hat eben den dritten Zweig im autonomen Nervensystem entdeckt. Das heißt, wir haben den Sympathikus, wir haben den dorsalen Vagus und den ventralen Vagus. Und wenn man sich die Funktion anguckt, dann stellt man fest, ups, irgendwie scheint die was miteinander zu tun zu haben. Wir haben einen aktivierenden Teil und einen dämpfenden Teil. Und wir haben in der Mitte den zentralen Kanal. Und der zentrale, das heißt der ventrale Vagus auf der physischen Ebene, wenn der an ist, geht es uns gut. Wenn die Energie durch den Zentralkanal fließt, geht es uns nicht nur gut, sondern haben wir Ekstasen und wenn alles durch diesen Zentralkanal fließt, die gesamte Lebenskraft, dann passiert das, was man Samadhi macht. Das heißt, die Traditionen im Osten kommen von oben, ne, und der Westen mit der Traumaforschung kommt von unten, aber wir treffen uns in der Mitte an diesem Punkt und der Punkt, wo sich das trifft, das ist der, wo wir mit Menschen in Kontakt sind. Und da kommt das zusammen, ja, da kommt Bindung, Beziehung und Meditation wird eins. Und es ist einfach schlecht, das so aufzuschreiben. Der natürliche Weg ist, in Kontakt zu treten. Und mit diesem völligen in Kontakt treten wird das Ganze zur Meditation. So. Und dann stellen wir fest, das, was sucht, ist das, was gesucht wird. Das heißt, wenn wir sagen, was suchen oder was wollen wir eigentlich, das ist eigentlich eine Illusion. Weil in Wirklichkeit ist das Bewusstsein in diesem Körper-Geist-System am Aufwachen und versucht, sich seiner selbst bewusst zu werden. Und in der Physis im Körper-Geist-System erscheint es dann als ich suche etwas. Und wenn das ganz aufgewacht ist, dann stellen wir fest, diesen Sucher als ein Etwas gibt es nicht und dabei immer nur Bewusstsein und sonst nichts. Und alles andere sind Erscheinungsformen, die kommen und gehen, was wir nicht sind. So. Das war alles komplett. Ich hoffe, ihr habt es verdauen können. Gut, dann wäre jetzt der Vorschlag, dass wir einfach in einen Dialog treten, egal über was. Fragen jetzt zu dem, was ich gesagt habe, oder persönliche Sachen, die ihr klären wollt. Wir haben hier noch Mikros, könnt ihr nehmen. Und im Laufe des Austauschs kann ich dann natürlich auch noch mehr erzählen. Achso, ah genau, richtig, danke. Wir filmen das Ganze und das wird im Internet dann gezeigt und natürlich, wenn ihr eine Frage stellt, seid ihr dann auch zu hören im Internet und im Zweifelsfall auch zu erkennen. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr euch hier ein Zettelchen rausholen und eure Frage draufschreiben und der Joshua Gebens wird es dann vorlesen. Also es wird im Internet dann gezeigt, ist nicht mal, wird auch gezeigt. Gut. Gibt es Fragen? Gleich eine Frage. Das heißt, der Sucher sucht sich selbst. So erscheint das, ja. Also es gibt keinen Sucher, aber im Körper-Geist-System erscheint das so, weil dieses System glaubt ja, es existiert als ein getrenntes Etwas. Also sucht es nach was, um das Weinen zu beenden. Und das ist ja auch angemessen, aber
Na, wenn das dann sozusagen ins Absolute geht, dann kommt irgendwann der Punkt, wo da etwas ist, was die Suche wahrnimmt, den Sucher, das Gesuchte und das Herumsuchen, alles zusammen wird wahrgenommen. Das, was wahrnimmt, das ist alles zusammen, das ist Sucher, Gesuchtes, der Weg, das Ziel, alles. Und heißt das, ich müsste mich gar nicht erkennen? Ja, ich weiß nicht, was du vorhast. Na, wir machen ja das Bewusstsein, wenn man Selbsterkenntnis. Dann ist das überflüssig, ist das dann obsolet, die Selbsterkenntnis? Ist die Frage, ja, gibt es das selbst? Naja, absolut nicht, aber wenn wir auf dem Weg sind und glauben, dass wir ein Etwas finden, mit dem wir dann irgendwas machen oder dass es uns dann besser geht, dann kann es sein, dass das frustrierend ist, aber was halt passieren kann, also ist nur meine Sicht. Also was passieren kann, ist, dass wir plötzlich merken, dass wir alles wahrnehmen. Das, was sucht, das, was findet, das Gesuchte, der Weg, alles zusammen. Und das war ja immer schon da. Das heißt, die Suche erscheint, die Suche ist ein Abschnitt auf dem Weg und am Ende erkennt das, was losgegangen ist, dass es die ganze Zeit schon selbst das war, was es gesucht hat. Vielleicht kann man es so sagen. Das Alpha und das Omega sozusagen. Ja. Oder das Spiel des Lebens. Ja. Ich suche, was ich vergessen habe. Also das Problem ist natürlich jetzt, dass ich jetzt bei mehrere Ebenen zusammenbringe, die jetzt, also ne, wenn, solange wir leiden, müssen wir alles tun, um den Zustand zu verbessern. Ne, das braucht man nicht zu verspiritualisieren. Welche Rolle spielt da der Körper bei diesem, für mich? Kommt das abstrakt an, was du gerade gesagt hast? Ich kenne diese philosophischen Gebäude aus dem Osten auch, aber welcher Körper spielt diese physische Manifestation, die ich jetzt in dieser Inkarnation gerade bin? Dass ich hier ankomme als dieses Wesen, das zellulär ist. Also ich teile das gerne in drei Abschnitte ein, da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Das ist total wichtig. Ohne dass dieser Körper in einem halbwegs gescheiten Zustand ist, geht nichts weiter. Es gibt einzelne Ausnahmen, von denen ich auch gehört habe, wo Menschen, also wo alles durcheinander kaputt war und schwerst traumatisiert sind, aufgewacht, aber das passiert für die meisten, passiert das so nicht. Das heißt, die Sicht, die ich habe, ist, wenn wir in das Leben eintreten, werden viele von uns zunächst traumatisiert. Das ist ein Entwicklungstrauma und in dem Zeitraum ist der Körper mit Überleben beschäftigt, auch wenn uns das bewusst nicht so erscheint, aber viele von uns sind in einem ständigen Überlebenskampf aufgrund dieser frühen Erfahrungen. Und wenn das geheilt und transformiert ist, dann beginnt das Leben erst. Und das Leben heißt Austausch in der Aktion. Das heißt, in dem Überlebenskampf gibt es gar keinen Kontext für ein Gegenüber, da ist der Körper nur mit sich beschäftigt, auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist. Und wenn es aber gelöst ist, dann erst geht der Kontakt zu den Menschen los, dann geht die Gefühlsebene los und alles, was dann damit reinspielt. Und bis das dann sozusagen, dieser Switch, ja, da geht es im Prinzip nur um den Körper. Weil Trauma heißt, der Körper ist in die Dysregulation gekommen. Ja. Also da geht es wirklich im Prinzip nur um Körper und Bindung und Beziehungsebene. Ja, und erst wenn das gelöst ist, dann kann man darüber hinausschauen. Viele versuchen eben aus der Dysregulation, also aus dem traumatisierten Zustand zu entkommen, indem sie in das Absolute versuchen zu gehen. Ja, und ich habe das auch gemacht, das ist total nachvollziehbar. Wenn man in der Hölle der Kindheit hängt und es gibt keinen Ausweg, ja, weil in der Kindheit gab es keinen Ausweg, dann suchen wir natürlich einen erweiterten, der Cortex sucht natürlich einen erweiterten Kontext, weil auf der Ebene gibt es keine Lösung. Also in der Traumasituation als Kind gab es keine Lösung und um das System stabil zu halten, suchen wir einen erweiterten Kontext. Das machen wir als Erwachsene weiter und versuchen es dann spirituell zu lösen, aber dann sitzen wir in der Falle, ne? Weil die Basis, die braucht einfach Hilfe und die Hilfe ist ja da. Ne? Man kann das lösen, heute. Es ist möglich, deswegen, das geht um den Körper absolut. Ja.
denn so eine Sitzung konkret aus? Kannst du das irgendwie beschreiben? Traumaarbeit, oder? Ja. Also Einzelsitzung mache ich nicht mehr, aber das Prinzip, ich kann das Prinzip sagen, das, worunter wir leiden, kann man ganz einfach, ganz präzise sagen, das ist ein unbewusster Mechanismus, mit dem wir im Beziehungskontext Distanz herstellen. Und das führt dazu, dass der Körper in der Not kommt, weil die Sicherheit durch Bindung heute nicht da ist. Und die war noch nie da. Das ist die Kombination. Wir haben Not im Körper durch fehlende Bindung. Und in so einer Sitzung, so wie ich das gemacht habe, oder wie das aus meiner Sicht idealerweise läuft, ist, dass wir schauen, was erzeugt im Kontakt Distanz. Und dahin zu schauen, ist natürlich für das System bedrohlich, weil das ganze Leben hat sich darum entwickelt, diesen blinden Fleck auszublenden. Das heißt, wenn ich als Therapeut dahin zeige, und würdest du direkt, das wäre sehr unangenehm, das möchte niemand. Deswegen muss das zweigleisig passieren. Das heißt, es muss vermittelt werden, dass das Setting sicher ist. Und zum anderen muss dieser Raum aber vorsichtig angesprochen werden. So, und als Therapeut kann man sehen, wie jemand Distanz herstellt. Und dann kann man das zum Beispiel vorsichtig ansprechen. Und dann, wenn dann der Teil dahinter ein bisschen in Kontakt kommt und erfährt, dass es sicher ist, dass gar nichts passiert, weil das ist ja die Erfahrung von früher. Wenn dieser Teil, der da ausgeblendet werden muss, der ist verknüpft mit Gefahr oder sogar Lebensgefahr. Das heißt, der Zugriff darauf wird als bedrohlich oder sogar lebensbedrohlich erlebt. Wenn jetzt aber der Mensch die Erfahrung macht, dass Wut und Hass in der Sitzung überhaupt kein Problem ist, oder Traurigkeit, ja, oder Sinnlosigkeit oder Leere, dass die Verbindung dadurch nicht getrennt wird, dann kommt was Neues zusammen, nämlich dieser Raum mit Sicherheit und Bindung und nicht mit Trennung, wie es als Kind erlebt wurde. Und dann gibt es ein Release oder eine tiefere Entspannung und dann kommen wir mehr in Kontakt. Jo, das ist so, wie ich das sehe. Also wir gucken die Beziehung zum Körper an und die Beziehung zu den Menschen. Eine Frage zu der Qualität, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, einzelner Bindungskanäle. Also wir sprechen ja von Bindung aufbauen. Also zum einen denke ich, das ist ja die Bindung auch eben zu sich selbst als oberste Priorität, denke ich. Und auf der anderen Seite, also das Finden des Selbst. Und auf der anderen Seite gehen wir in Verbindung mit anderen Menschen. Und denkst du, dass das unterschiedliche Qualitäten von Bindungskanälen gibt, sozusagen? Also ich meine damit Kanäle, die vielleicht passend sind, stimmig sind, und Kanäle, die aber in der Interaktion zwischen zwei Menschen nicht unbedingt stimmig sind. Also was ich damit ansprechen will, ist sozusagen, ob es per se sozusagen immer die grundlegende Sicherheit gibt, dass jeder Kanal in dieser Bindung dann richtig oder stimmig ist. Was meinst du mit Kanal? Das verstehe ich nicht ganz. Also wenn wir miteinander reden, dann können wir sehr viele Kanäle aufmachen. Und ich kann Kanäle aufmachen, die positiv wirken. Und es können auch Kanäle aufgemacht werden, die vielleicht nicht so wirken. Das meine ich damit. Also es geht mir doch, die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, ob es eine Sensitivität zu entwickeln gilt, da reinzuspüren, was jetzt davon ist stimmig für mich. Also, ich denke, dass nicht jeder Kanal immer förderlich ist für das Leben, sozusagen. Ich weiß immer noch nicht, was du mit Kanal sprichst. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich habe eine Vermutung, was Julian meinen könnte. Das eine ist sozusagen, dass sozusagen die Liebe und die Sympathie zwischen uns fließt. Und das andere ist, dass sozusagen unterschwellig da irgendwas arbeitet und was wahrnimmt, was möglicherweise nur eine Projektion ist. Und dass das dann für Verwirrung sorgt, in einem selbst und im Kontakt zum anderen. Okay. Ist das so? Meinst du so? Ja, so in so einer Art, ja.
Also, meine Sicht der Dinge ist, dass es nur um den Austausch geht. Es geht überhaupt nicht darum, ob das Hass ist, ob das Liebe ist, ob das Gleichgültigkeit ist. Das ist irrelevant. Was relevant ist, ist, dass es durchfließt. Wenn ich sage, ich hasse dich, und wenn ich sage, ich liebe dich, ist das in Wirklichkeit dasselbe. Warum? Weil es dasselbe Maß an Nähe herstellt. Und der Content ist egal. Das spielt ja keine Rolle. Die Qualität unserer Beziehung wird nicht durch den Content bestimmt, sondern von der Tiefe des Austausches, der für uns möglich ist. So, das heißt, wenn du sagen kannst, ich bin sehr wütend auf dich, das richtet keinen Schaden an. Die Frage ist ja, warum ich das sage. Also ob ich so meine oder ob ich es nur sage. Also. Das ist alles aus meiner Sicht, spielt das keine Rolle. Wenn wir uns beginnen, ehrlich mitzuteilen, das, was da ist, was wir glauben, was da ist, ist egal. Ja, wir fangen einfach an, uns mitzuteilen. Wir müssen das nicht verstehen, wir müssen nicht das Wort dafür finden, es muss nicht liebevoll sein, es ist völlig egal. Aber wenn wir das ehrliche Mitteilen anfangen, dann können wir dadurch alles transformieren, alles, komplett alles. Ob da Hass ist oder das löst sich damit alles auf. Also es geht um das Fühlen der. Auch das Fühlen sozusagen. Es geht um das Mitteilen. Es geht nur um das Mitteilen. Wir müssen aufpassen mit den spirituellen Konzepten von Fühlen. Ja, darin sein, was fühlen. Nein, es geht nicht darum. Es geht nur um den Austausch. Ja, aus meiner Sicht. Also aus meiner Sicht. Mit dem ehrlichen Mitteilen löst sich alles. Da muss ich nicht in mir reingehen, irgendwas fühlen, irgendwo durchgehen. Ja? Weil wenn ich das mache, das ist für viele eine Reinszenierung der Kindheit, weil dann versuchen sie, schwierige Zustände zu fühlen, wieder ohne Gegenüber. Das Kind will ja kommunizieren. Also ein Kind, was in Not ist, das geht ja nicht in die Meditation, sondern das ruft und will in Kontakt damit treten mit den Eltern. So, und wenn das torpediert wurde als Kind und wir versuchen dann als Erwachsene diese Not aus den Anteilen von früher wieder alleine zu fühlen, dann sitzen wir in der Falle, weil das System überhaupt nicht die Kapazität dafür hat. Ja, dann setzen wir uns zur Meditation hin und dissoziieren oder so. Ne? Es ist viel einfacher. Viel einfacher. Das ist alles letztlich so einfach. Wir müssen nur das sagen, was da ist. Und damit löst sich das alles auf. Aber die Gefühle sind doch dann da. Die kommen doch mit den Sätzen. Ja, die können auch da sein. Es geht Gefühle. Beim Gegenüber, wenn ich es gesagt habe. Das habe ich nicht verstanden. Wenn der andere was sagt, dann trifft das doch irgendwo auf. Also genau, gut. Ich sage was dazu. Also die Frage war, wenn ich was sage, dann führt das doch zu einer Reaktion bei dem anderen, möglicherweise zu einer negativen. Wir haben im Beziehungskontext letztlich nur drei Varianten, wie wir Distanz herstellen können. Das ist Flucht, das ist Angriff und Todstellen. Flucht heißt zum Beispiel, ich sage nichts mehr oder ich gehe physisch weg. Angriff heißt, ich gehe auf den anderen los, physisch oder verbal und agiere aus, du Blödmann und so weiter, verletzend und erstarren. Ne? Erstarren, Körper festhalten, Atem anhalten, dissoziieren. Das sind die drei Möglichkeiten, es geht noch eine vierte in die spirituelle Sphäre auszusteigen. Aber das können wir wieder zu Distanz zuordnen. Also, wenn wir in Beziehung sind und wir agieren auf diesen Ebenen, dann führt das dazu, dass die Beziehung entweder kaputt geht, dass es sich nicht gut anfühlt, ja, oder dass es stagniert. Das ist eigentlich gar keine Beziehung. Ne, wenn ich in diesem Kreislauf unterwegs bin, bin ich ja gar nicht in Kontakt. Worum es geht, ist, dass wir lernen, uns mitzuteilen, statt auszuagieren. So, wenn ich also was sagen, wie zum Beispiel, ich bin gerade sehr wütend. Wenn ich jetzt zu dir sage, ich bin gerade sehr wütend auf dich, verletzt dich das? Moment nicht. Nee, das ist nicht verletzend, weil ich nicht auf dich ballere, sondern weil ich was von mir mitteile. Wenn ich jetzt anfange mit du, und das ausagiere, dann richtet es Schaden an und dann natürlich macht es die Beziehung kaputt. Das heißt, wir müssen lernen, alle Räume, die in uns sind, von uns mitzuteilen. Ich bin traurig, ich bin wütend. Ich habe auch Schmerz. Mein Kopf denkt gerade, dass du nicht in Ordnung bist. Ja, das sind alles Mitteilungen von mir, da gibt es keinen Schaden beim Gegenüber und das vertieft die Beziehung. Wenn wir im Mitteilen bleiben, kommt es immer zu einer Beziehungsvertiefung. Egal was da ist, egal wie negativ das ist, spielt keine Rolle. Und da wird kein Schaden angerichtet. Ne? Ich fühle gerade sehr viel Hass auf dich.
das richtet keinen Schaden an, im Gegenteil. Das wird sehr nah dann. Ja. Kommt das aber nicht darauf an, wie auch der Part gegenüber so ist? Na, also die ganzen Ich-Botschaften, die ich versende, ne, wo man der andere gegenüber gar nichts eigentlich machen kann, sind ja meine Botschaften. Ne? Was habe ich aber, wenn der andere dann das völlig ja, anders sieht, schlussendlich, ne, und dann trotzdem ja, zurückschießt mit Worten? Also genau, das ist wichtig. Damit das funktioniert, damit wir gemeinsam so heilen können, braucht es zwei, die das wollen. Das heißt nicht, dass sie das können müssen. Es reicht, wenn beide das wollen. So, wenn einer das nicht möchte, dann klappt das nicht, weil das dann nicht durchfließt. Heilung heißt ja immer, dass etwas ins Fließen kommt, ne, was festgehalten ist. Letztlich ist alles, was nicht heil ist, ist einfach festgehaltene Energie. Und wenn beide das wollen, dann fängt es an durchzufließen. Und es kann total holprig sein, dass man da wieder rausfällt, wieder ins Außergehen kommt, dann kommt man wieder zur Besinnung und sagt, es tut mir leid, ja, und es ist so am Anfang holprig. Und es wird dann aber nach und nach vertieft sich das. Und wenn jemand das nicht möchte, dann sind wir gar nicht in Beziehung. Das ist der Witz. Wir sind noch gar nicht in Beziehung. Wenn ich also einen sogenannten Partner habe, der das nicht will, das ist kein Partner, das ist ein physischer Körper, der da ist, und da gibt es gar keinen Austausch. So, das heißt, wenn ich wirklich heilen möchte, brauche ich ein Gegenüber, was mitmacht. Und das ist ja der Unterschied zur Kindheit. In der Kindheit gab es kein Gegenüber, was das durch hat laufen lassen, zum Beispiel meine Wut. Ne? Und wenn ich jetzt einen Partner habe, der sagt, du, ich habe auf diesem Psychokram keinen Bock, lass mich ruhig, ich will jetzt Pommes essen und Fernsehen gucken, dann muss ich meinen Koffer packen und gehen, weil dieser Mensch, der will das gar nicht. Der will das gar nicht. Und wir brauchen zwei, mindestens zwei. Ne? Also es geht um das ehrliche Mitteilen der Gefühle sozusagen im Endeffekt. Das ist der Punkt. Also jetzt habe ich, glaube ich, verstanden, was du meinst, weil vorher hat es ein bisschen... Also es geht darum, dass zwei Menschen sich begegnen und ehrlich von sich sprechen und ihre Gefühle kommunizieren. Und dass das nicht als Angriff passieren darf. Solange das eben auf der ehrlichen Ebene passiert, sozusagen, man will eben... zum Beispiel dem anderen etwas mitteilen und der andere, und man ist offen für die Mitteilungen des Gegenübers, dann funktioniert es. Ja, das heißt, zwei Menschen kommen zusammen und gehen in Einverständnis darüber, dass sie dankbar annehmen, was der andere ihnen mitteilt, ja, und dass sie nur quasi im Guten agieren werden und das nicht als Angriff passieren wird. Weil ansonsten könnte ja wieder das passieren, was, glaube ich, das ist richtig so, viele fühlen, so dass man das Gefühl hat, okay, man müsste sich jetzt irgendwie wehren oder man müsste jetzt einen Gegenangriff starten. Oder es könnte ein Angriff sein, was dann eben die Ehrlichkeit unterbindet. Ja, das ehrlich sagen, was in uns ist, das löst alle Probleme. Ich behaupte, das löst alle Probleme. Ja, weil das unsere Biologie ist. Ja, wir sind Gruppenwesen. Unsere Biologie ist dafür angelegt, in Gruppen zu leben. Ja, das hat auch die Univagrat-Theorie super schön beschrieben. Der Sprung von den Reptilien zu den Säugetieren, der ist geschehen durch Zusammenarbeit. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel 7 Schildkröten hier aussetzen würde, die würden rumlaufen, die haben keinen Bezug zueinander. Die leben, als wären sie allein, die stoßen mal gegen den anderen dran, hindern müssen, okay. Aber die haben keinen Bezug. Den Bezug gibt es erst mit den Säugetieren. Und weil das eine biologische Notwendigkeit war, ne, sind unsere Nervensysteme grundlegend dafür ausgelegt, in intimen Beziehungen, in Gruppenkontexten zu leben. Es gibt für uns keine Lösung alleine, die gibt es nicht. Das geht nicht für unseren Organismus. Und wenn wir gucken, wie wir das wieder hinkriegen, dann ist meiner Meinung nach das effektivste Mittel ist das ehrliche Mitteilen, weil das liefert uns die Verbindung und signalisiert uns auch, dass keine Gefahr da ist. Weil wenn ich sagen kann, ich hasse dich, dann besteht keine Gefahr des Ausagierens. Weil ich kann etwas nur kommunizieren, wenn ich so viel Distanz habe, dass ich es nicht ausagieren muss. So, deswegen schlägt das ganz viele, wie heißen die? Fliegen mit einer Klappe. Wenn du sagst, das Mitteilen, was gerade da ist, da denke ich gerade an eine Sitzung, die wir gestern zu dritt hatten, in einer Peergroup, wo wir miteinander arbeiten, in diesem ehrlichen Kontakt. Und eine Situation war, die hat mich einfach durchgecoacht, einer von den Teilnehmern, spürt ein Becken, spürt den Bodenkontakt und hat mich dann auch so angefasst.
So, jetzt kommt man in den Körper, nicht grob, sondern einfach so. Und die dritte Person und hat dann gefragt, ja, wie fühlst du dich denn, wenn er das macht? Und ich gesagt, Freude. Und sie meinte, ich habe ganz was anderes wahrgenommen. Ich habe gemerkt, dass du rausgehst aus deinem Körper. Und ich hätte es nicht gemerkt, überhaupt nicht. Weil ich wahrscheinlich diese Situation kenne von ganz früh. Also ich kenne die Geschichte dazu, sie spielt jetzt keine Rolle. Aber wenn ich so gar keinen oder so wenig Kontakt in meinem Körper habe, mit meinem Körper habe, kann ich gar nicht spüren, was das wahre Gefühl ist. Okay, das ist eine typische Frage, die dann immer kommt. Dieses Problem existiert nicht. Bitte dies? Dieses Problem existiert nicht. Welches Problem? Von dem du gerade gesprochen hast. Es geht nicht darum, dass wir erst etwas finden oder irgendwo hinkommen oder etwas benennen können, um das dann zu kommunizieren. Das ist ja genau der Trick. Ja, weil wenn wir dieser Idee folgen, dann kommen wir ja wieder nicht in Kontakt. Nein, es ist viel einfacher. Das, was da ist, kommunizieren. Und wenn nichts da ist, dann kommunizieren wir das, weil nichts ist auch was. Zum Beispiel, ich fühle mich gerade nicht. Ich weiß gar nicht, was ich fühle. Ich bin komplett dissoziiert. Ich habe das Gefühl, mich gibt es gar nicht. Aber ich hatte das Gefühl, da kommt eine Freude. Ja, ist okay. Und der andere Person nimmt ganz was anderes wahr? Es geht ja nicht um die andere Person. Wir müssen uns in Ruhe lassen. Ne? Sobald ich über jemand anders rede, ist aus und aus. Das ist kein Kontakt, das ist keine Beziehung. Das würde ich jetzt nicht bestätigen. Ich glaube, dass manche Menschen einfach besser wahrnehmen, ehrlicher, wo ich noch weniger Kontakt zu mir habe. Das merke ich für mich in der Arbeit, die ich mache. Okay. Arbeit mit dem Wesenskern. Ja. Dazu passt meine Frage. Ist es möglich, dass man sich mit einem Trauma ansteckt und das übernimmt, wo du in der Schule bist und Kollegen haben oder sowas? Also, jein. Ne? Wenn du mit Traumatisierten arbeitest, dann kann sowas passieren, dass dein System deinen Resonanz zugeht und dass du dann ähnliche Räume erlebst. Das geht aber auch wiederum nur, wenn du da irgendwas sozusagen Potenzial für hast. Aber das kann passieren. Ja, also für Helfer, ja, in Katastrophengebieten und sowas, die sind dann selber wie traumatisiert. Ne? Das kann schon passieren. Und wenn du in nahen Kontakt gehst, zum Beispiel über Beziehungen, Partner oder so, dann kann es sein, dass du da ein bisschen reinragst in diesen Raum. Aber es ist... Also ist es doch möglich, dass ich dann gar nicht mitbekomme, dass das passiert, ja, diese Übernahme von einem Trauma? Vielleicht ist die Frage, ob du erneut traumatisiert werden kannst. Ist das die Frage? Also ob du heute in Kontakt mit Menschen ein Trauma abbekommen kannst? In Bindung mit einem Partner bist, der vielleicht ein Trauma hat, ja, und darum auch nicht weiß, und du das verändern, dann wird man das jetzt dann übernehmen, unbewusst, ja, ja, man muss halt genau gucken, was damit gemeint ist, übernimmt. Also was nicht passieren kann, ist, dass quasi man in dem Sinne retraumatisiert wird. Also ich meine Sicht, sowas wie Retraumatisierung gibt es gar nicht in dem Sinne, weil Trauma sozusagen, das ist was in der Kindheit passiert. Und ich kann als Erwachsener in dem Sinne nicht retraumatisiert werden. Aber was natürlich sein kann, ist, dass du durch diesen Austausch in diese Räume reinkommst und dann Dinge wahrnimmst von deinem Partner oder deiner Partnerin. Also wenn Räume weggedrückt werden, also deine Partnerin zum Beispiel große Räume wegschieben muss und richtig, nicht nur ein bisschen, sondern richtig in den Keller schieben muss, also dass sie gar keinen Zugang zu hat, kann es eben sein, dass wenn du offen und stabiler für diesen Raum bist, dass es dann durch dich durchgeht und du dich dann fühlst und denkst, was ist das, ja? So. Aber es nützt nichts, es bringt nichts jetzt zu gucken, du bist, das ist von dir oder das ist von dir, sondern was wichtig ist, dass das benannt wird. Dass im Beziehungskontext alles, was da auftaucht, benannt wird, egal wo das herkommt. Und es ist manchmal sehr, sehr schwierig, wenn das zum Beispiel Ebenen erreicht, die aus Räumen kommen, wo es noch keine Sprache gab. Also wenn das sehr früh auftaucht, dann fühlt sich das, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, dann fühlt sich das, wenn es auftaucht zwischen euch, so an, als wäre es unmöglich, darüber zu reden, weil das als Kind gab es keine Sprache. Ja, und das ist total krass. Aber wenn man das dann schafft, ja, dann gibt es natürlich einen riesen Release. Sogenannte unaussprechliche, sozusagen.
dem auf, dass ich... Sprache in diesem verbalen Zeit oder wie das heißt. Ich würde gerne nochmal deine Sicht hören auf diesen Satz oder diese Aussage, wenn der andere irgendwas sagt oder tut, also im Kontakt und mir geht es so und so, dann gebe ich meine Macht an den anderen ab. Ich übergebe dem anderen meine Macht und bin selbst nicht mehr bei mir, weil der andere mich beeinflusst mit dem, was er tut oder sagt oder wie er gerade drauf ist. Kannst du mal ein Beispiel sagen? Ja, Trigger ist eigentlich das klassische Beispiel. Jemand sagt was und es fühlt sich in mir sehr unangenehm an. Und wie man damit umgeht jetzt, oder? Na, wie man damit umgeht, habe ich ja schon gerade gehört. Kommunizieren, raus damit. Aber wie deine Sichtweise ist auf diese Aussage, wenn ich mein Gefühl durch jemand anders, durch irgendwas im Außen, eine Situation, eine Person beeinflussen lasse, dann gebe ich meine Macht ab, sozusagen bin ich nicht mehr selbst. Und schwäche mich durch etwas oder jemanden im Außen schwäche ich mich. Und meist wird sowas ja dann nicht kommuniziert, weil eine Angst dahinter steckt. Okay, jetzt habe ich verstanden. Oder eine so tiefe Verletzung, dass die gar nicht kommuniziert werden möchte mit dem Gegenüber. Okay. Es ist aus meiner Sicht einfach wichtig zu unterscheiden, in welchem Kontext wir sind. Also ich unterscheide zwei Kontexte, sicher und unsicher. Unsicher wäre zum Beispiel in der Öffentlichkeit, in der U-Bahn, beim Arbeitgeber, beim Vermieter. Und sicher wäre mit dem Partner, mit Freunden, ja, mit nahestehenden Menschen. Und der Unterschied ist, dass in dem sicheren Setting habe ich ein Beziehungsinteresse. Ich habe ein Interesse, dass sich die Beziehung vertieft und der andere auch. Und es gibt kein Machtgefälle, es gibt also kein... Da ist niemand, der jetzt konkret wirklich Macht über mich ausübt. Und in der Öffentlichkeit oder bei so hierarchischen Strukturen, da ist es unsicher. Und in beiden Situationen, solange man Trauma im System hat und es angeschoben werden kann, muss man unterschiedlich vorgehen. In unsicheren Umgebungen geht es nur um eins, maximal Selbstschutz. Ja? Da geht es nur um das Radikal, also es spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich in der Straßenbahn dumm angemacht werde, dann gibt es ein Donnerwetter. Ja? Und wie man das, wenn man das nicht kann und dann kollabiert, das kann ich jetzt auch erzählen, da können wir dann auch nochmal reinschauen, aber jetzt einfach das Prinzip erstmal, in dieser Umgebung geht es nur um Selbstschutz, nicht um Heilung, nicht um Transformation, nicht um darin fühlen oder sonst irgendwas, nur um Selbstschutz. Und jede Transformation, jede Öffnung gibt es nur, macht man nur in einem sicheren Setting, mit Therapeut, mit Partner. Und dort ist was anderes. Da geht es nicht darum, sich zu schützen, sondern sich vertieft mitzuteilen, ja, und so gut es eben geht. Das heißt, wenn es zu einem Trigger kommt, wie du gesagt hast, und also wenn es ein Trigger ist, ist ja sozusagen der Cortex erstmal offline und es wird blind ausagiert und dann kann man eben nachträglich sozusagen das wieder in die Kommunikation bringen. Und dann, wenn man das macht, dann wird sozusagen der Abstand, der wird immer kürzer, bis ich dann mitten im Trigger so weit aufwache, dass der Cortex online bleibt und ich weiß, ich kann das ist nichts Reales jetzt und ich kann es jetzt schon ansprechen und ich kann irgendwas tun überhaupt. Ne? Weil Trigger heißt ja immer, es laufen Standardprozeduren ab, ohne die Fähigkeit, irgendwas steuern zu können. Ja. Und wenn man jetzt nochmal diese unsichere Umgebung anschaut und man kann sich nicht abgrenzen oder nicht schützen, dann ist es gut, wenn man aus dem Setting, also das Beste ist für den Anfang aus dem Setting raus. Ja, das ist für den Organismus das leichteste Flucht. Also das ist der erste Impuls, wenn man so weit zur Bewusstheit kommt, dass man sich erinnert, dass man irgendwas machen kann, ist das Beste, irgendwie das Setting sofort zu verlassen. Das bringt Bewegung da rein. Und dann kann man zum Beispiel zu Hause in einem sicheren Feld wieder, wo keiner da ist, das nachspielen, was man eigentlich hätte machen wollen. Nämlich zum Beispiel den kurzen kleinen Hauen und anschreien. Das kann man dann machen, um dem Körper die Komplettierung zu geben, weil das ist das, was der Körper machen will. Der Körper will den massakrieren. Ja. So, wenn ich das im System habe und ich diese Energie zur Verfügung habe, dann kann ich damit dann auch wieder so besser umgehen. Dann muss ich jemanden nicht darüber einhauen. Dann kann ich mit der Energie kann ich einfach weggehen, ich kann einen Dialog anfangen, ich kann zum Anwalt gehen oder ich kann mich tatsächlich auch physisch wehren, wenn es notwendig ist.
Satz. Ich fühle jetzt gerade Hass auf dich. Wie äußere ich und bin auch imstande, den zu äußern? Partner? Ja. Aber ich würde mich nicht trauen, den in einer lokalen Gruppe zu äußern, weil ich total Angst davor hätte, und mir ist das auch schon passiert, jemand anders zu triggern damit. Und ich bin dann oft so, dass ich da sitze und impulsiv gerne sagen würde, ich fühle jetzt gerade Liebe oder ich fühle jetzt gerade Hass, und das auch gerne adressieren würde in eine bestimmte Richtung. Aber ich halte mich zurück, weil ich Angst habe vor einer direkten Reaktion, wenn ich das so sage, und sage dann einfach, ich fühle Hass. Und ist das jetzt gut, oder? Ja, aber das ist doch das, ich fühle Hass, oder habe ich das? Ja, aber da ist ja schon ein Impuls, wenn zum Beispiel ein Augenkontakt da ist, während ich das sage, da ist schon so ein Impuls zu sagen, ich fühle jetzt Hass auf dich. Ah, okay. Ja, wenn das nicht geht oder wenn das zu viel ist, dann musst du ja den anderen nicht adressieren erstmal. Und die Frage ist ja, was da dahinter steckt, ist ja die unbewusste Idee, dass das Leben immer noch von einzelnen Personen abhängt. Das stimmt ja nicht, das ist der Erwachsene. Die müssen sich um sich selber kümmern. Ne? Die unbewusste Idee dahinter ist, mein Leben hängt von diesen Menschen ab. Und wer dann böse wird, ist die Bindung weg oder nicht tot. Das ist alles vorbei. Selbst wenn du den triggerst, du kannst gar nicht verhindern, andere zu triggern. Wir wissen teilweise gar nicht, was unsere Trigger sind. Wenn du anfängst, dich um den anderen so zu kümmern, ja, dann sitzt du in der Falle. Du musst die anderen in Ruhe lassen. Ja, aber ich lasse sie doch nicht in Ruhe, wenn ich sage, ich fühle gerade Hass auf dich. Doch, du gibst ihnen die Verantwortung, darauf zu reagieren, und du kümmerst dich nicht um den Zustand des anderen, sondern teilst was von dir mit. Du kannst insgesamt aufhören, dich um andere zu kümmern, das ist viel besser. Aber es ist sehr gut, dass du das ansprichst. Also ich habe dieses Projekt definiert mit den lokalen Gruppen, um eben einen Raum zu bieten, dass wir das eben lernen, ohne Therapeuten, ohne Sportlerin, wer das noch nicht kennt. Aber das ist das. Und wir sind von, weißt du, wir sind von, diese Prägungen, die mogeln sich immer wieder rein. Und das ist das, was unbewusst ist. Und selbst wenn du den triggerst, seid ihr zwei dialogbereite Menschen und könnt euch darüber austauschen. Darf ich noch mal kurz weiterfragen? Wenn ich jetzt ganz klar während des lokalen Gruppenprozesses mitkriege, dass ich projiziere, also ich gucke jemanden an, der hat eine gewisse Körperhaltung, eine gewisse Mimik, ich sehe meinen Vater, teile ich das mit? Du kannst alles mitteilen. Ne? Es muss nur so mitgeteilt werden, dass du Abstand hast und dass es keine Auserkennung ist. Ne? Und du kannst alle Ebenen durchgehen. Fängst den Körper an, ich fühle gerade Anspannung im Bauch. Dann gehst du die Emotionen durch, ich fühle Hass, Ohnmacht, Verzweiflung, die ganze Palette. Und dann, das Schwierigste ist halt, den mentalen Raum zu kommunizieren, ohne damit identifiziert zu sein. Weil wir reden, wenn wir ein normales Gespräch führen, dann reden wir so, wir tauschen den Inhalt unserer mentalen Räume aus, als ob das die Wahrheit ist. Das heißt, wir sind beide voll mit identifiziert und schieben uns unsere Welten hin und her. Das ist verrückt eigentlich. Wie das funktioniert, ist, dass du einfach zurücktrittst und den mentalen Raum wie etwas von dir getrenntes mitteilst. Zum Beispiel mein Kopf denkt gerade das und das und das. Ja, mein Verstand interpretiert das und das jetzt als meinen Vater. Das kannst du mitteilen. Nur nicht direkt, nur nicht mit Identifizierung. Wenn du sagst, dass du siehst aus wie mein Vater, dann bist du raus. Da habe ich nur noch was rein. Kann mich jetzt das zu üben, was du gerade gesagt hast? Ich konnte es vorhin nicht. Mein Körper hat bei der vorhergehenden Veranstaltung ganz mit starker Anspannung reagiert, weil ich habe einfach das sehr oft nicht verstanden, und das waren ja wertvolle Worte. Also ich bin in Kampfflucht, Erstarrung abwechselnd gegangen. Mein Gefühl dazu war Hilflosigkeit, und mein Kopf hat gedacht, was ist denn jetzt? Es geht ja nur um jetzt. Weißt du, was mal war? Das ist ja weg. Was ist jetzt da?
jetzt ist, dass ich deinen Worten entnommen habe, wenn es in der Situation nicht, also jetzt fühle ich mich sicher, das mitzuteilen. Und ich konnte es vorhin nicht. Und mein Kopf hat gedacht, das geht überhaupt nicht. Dann, also alle haben ja was davon. Ja, ich bin die Einzige. Weißt du? Und wenn ich das jetzt sage, bin ich hier ausgeschlossen. Du, guck mal. Es geht darum, dass du für dich einstufst, ob das Setting sicher ist. Und nur wenn du absolut sicher bist, dass es sicher ist, dann macht es Sinn, sich vorzuwagen. Es macht keinen Sinn, sich vorzuwagen in einer potenziell unsicheren Umgebung. Das macht keinen Sinn, weil das System möchte nichts, das möchte sich nicht ändern, wenn es in Gefahr ist. Ja? Du musst immer gucken, wo ist der Ort für Transformation und wo ist es, wo muss ich mich ein bisschen um mich kümmern. Ne? Du kannst es nicht als Schablone jetzt für das ganze Leben nehmen. Das klappt halt nicht. Ja, und wenn das jetzt für dich sehr viel in Bewegung gebracht hat, dann kannst du gucken, wie vielleicht die Menschen, die da waren, beteiligt waren, das denen nochmal nachträglich zu sagen, vielleicht. Mein Leben war es jetzt nicht zu tragen, hier zu sagen. Das habe ich, weil ich ja. mich okay. jetzt in der Runde, ich habe vorher rumgeschaut, sicher fühle, auch mit der Leitung. Deshalb habe ich jetzt gesagt. Genau, und wir brauchen gar keine Erklärungen, Geschichten und Begründungen. Es reicht zu sagen, ich fühle mich sicher, ich fühle mich entspannt, ich denke gerade das und das und das. Das reicht. Alles andere ist nur Ablenkung. Ja. Da habe ich jetzt was nicht verstanden. Weil ja, mein Kopf denkt gerade, dass etwas nicht verstanden wurde. Mein Kopf denkt gerade, im Moment, mein Kopf ist gerade verwirrt. Ja. Und mein Kopf denkt gerade, also es hinterher zu sagen, wenn es in dem Moment nicht geht, ist eine gute Möglichkeit des Miteinander in Verbindung seins. Und mir geht es um Verbindung hier in diesem Runde. Ja, darum geht es mir. Deshalb habe ich das jetzt gesagt. Ja, super, das ist eine ehrliche Betonung. Das ist das, wonach sich. Wir sehen uns nur nach einem uns. Zugehörig zu fühlen und angenommen und verbunden zu sein. Es geht nur darum, um nichts anderes. Und das ist aber das Tabu, das ist das planetare Tabu. Ja? Das dürfen wir uns nicht eingestehen. Keiner gibt zu, dass er sich nach Liebe und Verbindung sehnt, oder zumindest nicht öffentlich und so, und fünf Ecken und so. Das ist, alles dreht sich darum um zu navigieren. Ne? Und wir könnten es auch einfach zugeben. Jetzt spüre ich Bewegung und Berührung. Tränen steigen ein bisschen auf und das ist so, so, so schwer und schon so bärenhaft. Ich fand es schön, dass du gesagt hast, mit dem Identifizieren, dass das ja, wichtig ist, dass wir zwar die Gefühle kommunizieren, auch ehrlich eben auf der Ebene. Ich sehe, also für mich fühlt sich so an, dass es manchmal wichtig ist, nicht das zu personalisiert adressieren. Also wenn jetzt jemand eine Körperhaltung zum Beispiel mir gegenüber macht und das triggert mich zum Beispiel, also ich sage jetzt mal das, was wir vorhin hatten mit dem Projizieren, also es wird auf eine andere Person projiziert, auf einmal sieht eine Person ihren Vater gegenüber und auf einmal fühlt sie sich schlecht und sagt dann, ich fühle Hass auf dich, das ist ja falsch. Das ist ja nicht, ich habe Hass auf dich, sondern das Schöne wäre ja zu spüren, dass der Trigger da ist an der Stelle. Das heißt, ich spüre gerade ein unwohles Gefühl auf das, was du getan hast, also auf deine Haltung. Etwas fühlt sich gerade wie Hass an, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht die Person. Also ich meine, das brauchst du nicht. Du brauchst nicht Therapeut sein, du brauchst es nicht alles überblicken. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, das als Therapeut zu verstehen und den Metakontext zu sehen. Ne? Da sitzt du in der Falle. Wenn du das versuchst, sitzt du in der Falle,
weil du dich da nicht mitteilst, nicht ehrlich. Es geht um einfach direkt zu sagen, was da ist. Du musst keine Etikettierung drauflegen, keinen Kontext mitliefern. Wenn man einen Schritt weiter gegangen ist, dann bist du überblicken. Es gibt keinen Schritt weiter. Es gibt nur diesen Moment, was wir jetzt fühlen, denken und empfinden. Mehr ist nicht. Und wenn wir da rausgehen, wir können über verschiedene Sachen aussteigen. Ne? Und weißt du, das Ergebnis von dem, was du ja gesagt hast, also implizit sagst du ja, dass es nicht geht oder dass irgendwas nicht richtig läuft oder es anders sein muss und dann sind wir raus aus dem Kontakt. Also das ist nicht so kompliziert, das ist ganz einfach. Ich fühle mich traurig. Ich hasse dich gerade. Ich denke gerade, dass du blöd bist. Ich mag dich. Ganz simpel, ganz einfach. Nur das will das Ego nicht, wenn wir jetzt mal von dem Ego reden. Diese Abwehrstruktur, die will das nicht, weil das den direkten Kontakt erzeugt. Also wird das System immer was produzieren, um das zu verhindern, dass wir irgendeine Geschichte erfinden oder Körperzustände. Es ist ganz einfach, das, was da ist, mitteilen. Und auch wenn es falsch ist, macht nichts. Wir humpeln da aufeinander zu. Und wir machen Fehler und es gibt Leute, die sind mit dem Mitteilen viel weiter als ich. Also die haben da so viel Sicherheit. Der hat mir vor kurzem jemand erzählt, der hat das in der Behörde gemacht. Ja, klar, das würde ich mich nicht trauen. Ne? Aber die war ganz sicher damit und dann war der Arbeiter dort irritiert. Und es hat sich irgendwie gut angehört, was er da geschrieben hat. Also es fühlt sich an, wie dass es gefährlich ist oder sein kann. Ja, exakt. Denn, was ich vorhin gesagt habe, es bedarf ja zweier ehrlicher und ich sage mal bewusster Individuen, die miteinander kommunizieren. Ist dem nicht so, kann es einen Angriff geben und wenn der Kanal geöffnet ist auf der anderen Seite, kann das ein mentaler Angriff sozusagen auch Schaden erzeugen. Also, dieser Teil, der dich da schützen will, der hat natürlich als Kind recht. Weil als Kind bist du den Bezugspersonen ausgeliefert auf Leben und Tod. Das heißt, wenn die dich angreifen oder die Verbindung haben, ist das faktisch lebensbedrohlich. Wenn das nicht gelöst ist, signalisiert uns unser Körper im Erwachsenenalter dasselbe wieder. Ja? Das heißt, der Kontakt oder die Öffnung wird vom Körper als lebensbedrohlich eingestuft. Was aber nicht stimmt, weil wir sind erwachsen, wir können uns wehren, wir können Polizei rufen oder uns körperlich wehren. Und ein Angriff, so wie du das beschreibst, kann uns nicht schaden. Das geht gar nicht. Ja? Wenn wir verletzt werden, in Anführungszeichen, durch Worte, dann passiert nichts. Das hat nichts mit dem physischen Überleben zu tun. So, das müssen wir auseinanderbekommen. Wir müssen also wissen, der Kontakt heute zu normalen Menschen kann uns nicht mehr töten, egal was da passiert. Das ist aber die Botschaft, die von unten hochkommt. Und das fühlt sich wahr an, weil es wahr war. Ja, und das fühlt sich total überzeugend an und es ist totaler Unsinn. Und da muss man sozusagen sich durchzwingen, bis man eben erfahren hat, dass der Kontakt heute möglich ist und dass ich den auch heute steuern kann als Erwachsener. Und dann hört diese Botschaft auf. Okay, ich glaube, ich muss noch differenzieren, ich hatte nicht gemeint, einen körperlich schädigenden potenziellen Angriff, sondern ich rede von Manipulation. Ja, wie willst du denn durch Manipulation dein Leben in Gefahr bringen? Wie soll denn das gehen? Ich rede ja nicht von Leben in Gefahr bringen, ich rede nur von... Aber ich rede davon. Ja, ich weiß. Der Körper interessiert sich nur für Sicherheit oder Gefahr. Und Gefahr ist immer Gefahr für das Leben. Was anderes gibt es nicht. Es gibt nur die Gefahr für das körperliche Überleben, sonst gibt es keine Gefahr. Also, der Körper, ich spreche nicht von der körperlichen Ebene, ich spreche von der Selbstebene. Und auf dieser Ebene geht es nicht per se um das körperliche Überleben, sondern es geht um die Ausrichtung zum Selbst. Es geht um sozusagen die Nicht-Manipulation an der Stelle. Wenn die Manipulation dann den Weg zur Verbindung zum Selbst behindert, dann ist das eine Gefahr für die Verbindung zum Selbst, nicht in der Gefahr körperlicher. Also nicht in körperlicher Gefahr. Wenn es schon ums Absolute geht, dann sage ich jetzt einfach, dich gibt es nicht als ein geteiltes Etwas. Also gibt es auch keine Gefahr. Ich denke an die Dittmar und ihre
bringen. Es ist schade, dass die Referenten sich gegenseitig nicht wahrnehmen. Das war ein bisschen schade. Jetzt habe ich was gesagt. Denkt an Vivian Dittmar und die fünf Ebenen. Ja, okay. Ich kenne das nicht. Okay. Vivian Dittmar hat ja vorhin von der bewussten Entladung gesprochen. Was hältst du davon? Praktizierst du das auch? Ja, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Also ich kenne die auch nicht. Okay. Sorry, ich kenne es auch nicht. Okay. Möchte noch jemand eine Frage stellen an Gopal? Mir kam noch vorhin was auf das Thema Manipulation. Wenn ein Kind jetzt zum Beispiel Wut in sich hat und die Eltern sagen, das ist gut, dass du die ausdrückst, zeig die auch, aber die Eltern für sich nicht merken, dass sie selbst ihre eigene Wut unterdrücken, kommt das Kind in eine Diskrepanz von ich höre, ich darf Wut zeigen, es ist gut, die wollen das, spürt aber in sich, dass ihre Eltern das unterdrücken. Was passiert da, weil da komme ich ja nicht zu meiner Wahrheit dann. Das ist schon sehr, also da finde ich auch, die könnten vielleicht so Vivian Dittmar auch den Rückschluss ziehen, dann bin ich ja schon weg von zum intuitiven Gespür. Und das wird dann zur Prägung und zum Automatismus. Also was du beschrieben hast, da geht der Elternteil ja nicht in Kontakt mit dem Kind, sondern liefert einen Meta-Kontext. Und das ist nicht das, was Kinder wollen. Kinder wollen weder, dass man ihre Aggression zulässt, noch dass man sie unterdrückt. Sie wollen in Kontakt mit dem Elternteil kommen. Das hat nichts mit einem Meta-Kontext zu tun, was jetzt richtig oder falsch ist oder was eine Erziehungsstrategie ist oder nicht. Die wollen mit dem Menschen in Kontakt gehen. So, und wenn du als Elternteil wütend bist, dann ist es gut, das auch irgendwie zu zeigen. Natürlich an alles entsprechend, muss man natürlich gucken. Ja? Aber wenn ich aussteige und von mir weggehe und irgendeinen Kontext liefere, das wollen Kinder nicht. Und das ist problematisch auf jeden Fall. Ich glaube, dass viele Erwachsene das gar nicht spüren. Ja, absolut, absolut, absolut. Wie komme ich dann wieder zurück, um das ehrliche Gefühl wahrzunehmen? Ja, das, Kinder sind ja sozusagen wie auf eine Art wie spirituelle Lehrer, die machen alles, also die machen letztlich alles kaputt und die Eltern, die müssen sich schützen, weil das zu much ist. Ja? Und das kann ich total nachvollziehen. Ja. Ich frage jetzt nochmal, wie komme ich dann für mich als geprägter Erwachsener mit diesen Manipulationsgeschichten, die ich erlebt habe, zurück zu meinem ehrlichen Gefühl? Weil ich mache das ja nicht bewusst, dass ich die Wut unterdrücke. Also du kannst halt nicht mit deinem Kind oder mit Kindern Therapie machen. Das musst du in einem sicheren Setting machen. Und dann kann man gucken, was dort entsteht im Kontakt und kann das anschauen. Und dann kannst du dort in dem Setting was Neues ausprobieren. Aber weder die Eltern noch die Kinder sind der Ort für Transformation. Das gehört da nicht hin. Ich komme nochmal zurück auf Retraumatisierung, weil du sagst, das gibt es nicht. Wenn aber noch jemand von den alten Gefühlen überschwemmt wird, was ist das? Ja, das ist aus meiner Sicht keine Retraumatisierung, sondern das ist eine Aktivierung von Inhalten, die sowieso schon im System sind. Ja, und das ist sozusagen, die kommen von unten hoch und überfluten den Kortex. Das ist einfach ein Zustand. Es gibt Flashback, es gibt Überflutung, es gibt Erstarrung, ja, es gibt alle möglichen Zustände. Und was ich damit meine, Retraumatisierung, gibt es in dem Sinne nicht. Damit meine ich, dass als Erwachsener es quasi normalerweise nicht möglich ist, ein neues Trauma in das Erwachsenensystem reinzubringen, sodass grundlegende Beziehungsmuster geändert oder negativ beeinflusst werden. Ja, also vom Prinzip. Das heißt, was oft durcheinander gebracht wird, ist eine Aktivierung von alten Trauma mit Retraumatisierung. Das heißt, wenn ich eine Sitzung mache und kriege ein Flashback und sage dann, der Therapeut hat mich retraumatisiert, ja, das kann man so sagen, weil es nicht förderlich war und weil ein Flashback nicht gut für das System ist. Aber er hat mich in dem Sinne nicht retraumatisiert, sondern die Situation hat ausgelöst, dass Inhalte, die eh schon im System waren, durch die Schranke durchgekommen sind. Also das meine ich damit. Das sind natürlich alles so, diese Aussagen, das ist halt alles ein bisschen absolut, aber ich muss ja irgendwie das rüberbringen.
Und natürlich, wenn jemand ein massives Schocktrauma hat, als Erwachsener, klar, dann kommt natürlich auch was Neues rein. Aber dann kann man wieder schauen, das ist meine Erfahrung, wenn man bei Schocktrauma guckt, ist darunter immer ein Bindungstrauma. Das heißt, niemand erlebt ein Schocktrauma aus dem Nichts. Da muss es irgendeine Kraft geben, das den da reingebracht hat. Und das habe ich immer wieder sehen können. Ne? Aber, und trotzdem arbeitet man zuerst mit dem Schocktrauma los. Ne? Man steigt nicht da unten irgendwo ein. Ich habe auch noch eine Frage, du sprachst vorhin von so unsicheren Kontexten wie Vermieter oder Arbeitgeber zum Beispiel oder Öffentlichkeit. Und da widerfährt es mir immer wieder, dass ich auch da ganz ehrlich sein möchte. Und da frage ich mich jetzt gerade, soll ich da auf meinen Kopf hören, der sagt, das kann ich nicht, oder wirklich meinem Gefühl vertrauen? Okay, eine ganz typische Situation. Kurz vorher, also wir sind ja jetzt weit über der Zeit, möchte jemand gehen, also dass wir das auch einfach mal ansprechen. Gut, letzte Frage, okay. Das ist ganz typisch, weil dein, sozusagen das, was da festhängt, möchte unbedingt geheilt werden. So, und dieser Teil kann sich sozusagen nicht leisten zu gucken, wer da ist, genauso wie als Kind. Als Kind haben wir, wenn du in dieser Situation als Kind warst, hattest du nicht die Möglichkeit zu gucken, mit denen geht das nicht, ich will woanders hin. Deswegen ist diese Bewegung, die will das um jeden Preis durchlaufen lassen. So, und das ist aber gefährlich, in Anführungszeichen. Das ist nicht, wie das geht. Warum? Das brauchst du deswegen nicht machen, weil du nicht mehr von diesen Menschen, mit denen das nicht gut ist oder mit denen, die eine Machtausübung haben, dein Leben, weil du von denen nicht mehr abhängig bist. Das ist das ist das, was da im Hintergrund wirkt. Wenn das anspringt, sagt dir dein System immer noch, mein Leben hängt genau von diesen Menschen ab und deswegen muss ich das da lösen. Und da kommt dieser ganze Druck her, das ehrlich mitteilen wollen. Das stimmt aber nicht mehr. Weil wenn du das machst, dann läufst du in die Reinszenierung rein. Weil du dann höchstwahrscheinlich dir auch so jemanden ausgesucht hast, der dann die gleiche negative Reaktion wieder liefert. Da musst du aussteigen, das musst du sozusagen unterdrücken und das muss in einen Beziehungskontext gebracht werden, der sicher ist. Und da wird dasselbe passieren. Also du musst jetzt keine Angst haben, dass in der Therapie oder mit nahestehenden Menschen dieser Raum aktiviert wird. Der wird in jedem Fall auch aktiviert, aber dort hast du die Möglichkeit, dann eine Ebene tiefer zu gehen und das mitzuteilen, statt dich zu schützen. Das ist ganz wichtig, weil das ist etwas, was man ganz oft hört, zum Beispiel auch Menschen mit Missbrauch oder massiver Gewalterfahrung, die erzählen mir dann, sie gehen abends zu den Rockern und wollen da das ehrliche Mitteilen üben oder werden angegriffen und haben dann das Bedürfnis, mit dem Angreifer irgendwie in Kontakt zu treten. Ja, so geht das nicht, das ist gefährlich. Also ist das Gefühl eigentlich nicht das, was ich da hören sollte? Nein, solange, das ist ja der Witz, solange wir nicht geheilt sind, lügt uns unser System an, von vorne bis hinten hin, das ist alles gelogen, bis wir in Kontakt sind. Und warum? In Kontakt mit Menschen wird zuerst der Körperzustand aktiviert. So, das macht aber keinen Sinn mehr heute, weil da ein ganz anderer Mensch ist und das ungefährlich ist. Damit das aber nicht auffällt, muss der Kortex eine Story erfinden, um das wieder kohärent zu machen. Das hat meistens was mit der Zukunft zu tun oder mit etwas, was man nicht sieht. Also haben wir ein Gesamtgebilde von Körperzustand und Story dazu und das wirkt total überzeugend. So, und damit leben wir in der Kindheit. Und warum? Weil wir nicht in Kontakt sind. Erst wenn wir wirklich in Kontakt gehen, in sicheren Umgebungen, fällt es wie ein Kartenhaus zusammen. Und solange das nicht aktualisiert ist, werden wir ständig angelogen. Und dieses Gefühl, was da kommt, das ist so überzeugend. Das fühlt sich so wahr an. Es ist Unsinn. Und das muss man aber gesagt bekommen, das muss man wissen. Sonst kann man da schlecht dagegen angehen. Also in meinem Fall war das immer so, immer wenn ich auf Menschen zugehen wollte, hat mein System gesagt, bist du voll lebensgefährlich. Und das hat sich so angefühlt, ja. wie eine kosmische Wahrheit, das ist alles Blödsinn. Und wann habe ich dann den Zustand erreicht, wenn du sagst, ich soll das lieber in sicheren, soll das lieber in sicheren Kontexten erstmal üben und festigen? Ja. Und wann erfahre ich dann, dass es soweit ist, dass ich das auch an anderen Stellen mache? Du musst das nie an anderen Stellen machen. An anderen Stellen musst du dich schützen. Weil, guck mal, im Moment ist es so, dass du bist nicht vollständig genährt, du bist nicht vollständig in Verbindung. Deswegen ist dein System, das hat es nicht klar auseinander. Wenn du dieses Ganze durch hast, in nahestehenden Beziehungen in der Therapie, dann begreifst du, dass es Menschen gibt, mit denen du vollständig genährt werden kannst und das alles komplett durchlaufen kann. Und dann weißt du, wenn diese Menschen da sind, muss ich mich abgrenzen und wehren. Und wenn diese Menschen da sind, kann ich mich immer weiter öffnen und die Beziehung vertiefen. Und
im Moment heißt das sozusagen, dass beides nicht durchläuft. Das heißt, weder schützt du dich vor potenziellen unsicheren Umgebungen, noch lässt du es komplett durchlaufen in sicheren Umgebungen. Nur erst wenn das passiert ist, dann ist das für das System klar. Und solange ist das alles eine Soße und das ist deine Kindheit.